Frau Buser, 2-1, wichtige 3 Punkte in diesem Match gegen die Young Boys. Am Anfang haben sie dominiert, da sind sie noch nicht auf den Platz gekommen, aber es hat nichts damit zu tun, dass, wo sie auf den Platz gekommen sind, das Team ein bisschen nachgelassen hat. An was ist es eigentlich gelegen? An was jetzt gelegen ist, das kann ich konkret nicht sagen. Ich nehme auch, wir sind ein bisschen müde geworden mit der Zeit und haben halt bis nachgelassen, aber grundsätzlich finde ich, ist einfach wichtig, dass wir jetzt die 3 Punkte geholt haben. Und ja, dass die 3 Punkte Basel bleiben, ist das Wichtigste für uns. Vor allem nach dem letzten Match, wo ja doch ein bisschen hart war, ausser für sie, weil sie haben einen riesen Lauf. Muss man natürlich immer wieder schauen, dass man die Punkte holen kann. Der 4. Platz läuft einem ein bisschen davon, aber der 5. Platz, der ist eher eine Sache, nehme ich auch, oder? Ja, ich würde auch sagen, also wir haben jetzt natürlich zweimal am Anfang ein bisschen Mühe gehabt mit den Punkten, die wir noch liegen lassen haben. Es war halt extrem blöd, immer gerade die Goal nach der Pause zu bekommen. Und am Anfang des Spiels, als wir aufs Feld gekommen sind. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir jetzt gewonnen haben. Ja. Jetzt, ich habe es schon angesprochen, sie haben den Lauf. Sie waren das Topscorerin, das Zeit lang alleine. Jetzt haben sie 2 Kolleginnen links und rechts. Weder sie noch Frau Brütsch haben dort ein Goal schießen, aber Frau Kurtin lässt nicht nachher und hat schon mal wieder das Goal. 11 Goal aus 15 Matches, hätten sie sich das erträumt Anfang der Saison? Also mit dem habe ich natürlich gar nicht gerechnet, weil letztes Jahr hatte ich ja doch eigentlich fast keine Einsätze gehabt. Und für mich ist einfach das Wichtigste, dass ich jetzt spiele. Und wenn ich die Goal schieße, dann ist es natürlich umso schöner, wenn man dann seinen Namen dort lesen kann. Aber hauptsächlich schießen die Goal für die Mannschaft, nicht für mich. Wir müssen aber schnell ihre Entwicklung ansprechen. Ich habe sie letzte Saison aus der Ferne gesehen. Ich habe nur gewusst, sie sind im Kader vom U19-Team an der EM, wo ich muss gehen. In dieser EM stehen sie in einem Dreiersturm mit Alicia Lehmann und Geraldine Reutler, sehr grosse Namen. Und sie haben gar kein bisschen weniger gut ausgesehen als die. Sie haben auch dort mal ihre Goal schießen und jetzt plötzlich in dieser Saison explodieren sie. Und sie haben ihren Spielstil geändert innerhalb der Saison. Sie sind besser geworden in vielen Sachen. Ein bisschen anders im Approach. Wie ist die Entwicklung für sie persönlich gewesen, jetzt die letzten 6-7 Monate? Ja, ich würde sagen, also am meisten dazu beiträgt hat natürlich die Spielzeit, die ich hatte. Das hat mir halt schon am meisten geholfen, weil eben in der letzten Saison war es für mich extrem schwierig, wenn ich gar keine Spielzeit bekommen habe, mich zu entwickeln. Und ja, ich denke, es ist wirklich vor allem das, dass ich jetzt auch ein bisschen aufblühen konnte. Vor ein paar Monaten habe ich Sie gefragt, ist die Nazi ein Thema? Was meinen Sie jetzt? Ich weiß es nicht. Also, ich meine, es hat noch andere gute Stürmerinnen und ja, es kommt schon alles mit der Zeit, denke ich. Ja. Merci mal. Frau Hurni, 2-1 aus Basel, das nervt wahrscheinlich ein bisschen, vor allem nach dem 1-2 in Luzern. Aber heute muss man sagen, wer so lange schläft, der muss nicht erwarten, dass er Punkte mitnimmt aus Basel, oder? Ja, das stimmt. In der ersten Halbzeit waren wir leider nicht so gut gewesen. Immer am Anfang sind wir voll nicht in den Zweikämpfe gegangen. Und ja, sie haben ein Goal geschossen und nachher ein zweites geht vor der Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit ist es besser gegangen. Wir hatten auch 2 Wechsel. Zum Beispiel Jana, die wirklich mega gut gespielt hat und auch alle gepusht hat. Und ich denke, es war besser gewesen, aber schlussendlich haben wir trotzdem 2-1 verloren. Das letzte Mal, als ich mit ihnen geredet habe, haben sie mir gross erzählt. Ich war früher Mittelfeldspielerin und wir wissen, wie offensiv sie auf der rechten Außenbahn sind. Sie sind auch zum Teil verantwortlich für die Spielauslösung bei diesem Team. Heute ist ihr Team nie über die Mittellinie gekommen, also die 2 Positionen, die sie machen müssen. Da müssen sie sich natürlich auch ein bisschen bei der Nase nehmen. Warum haben sie es nicht geschafft, das Spiel aufzubauen, von hinten rauszukommen? Ja, ich denke, wir sind ab und zu ein bisschen ungeduldig und wir wollen schnell nach vorne gehen. Und ja, nachher spielen wir halt einfach lang und das passt eben nicht so, also mit unserem Team und ja, keine Ahnung, also heute war es einfach nicht so gut gewesen und ich hoffe, dass nach der Nazi wieder alles klappt. Sie reden von der Nazi, ja. Wir haben eines unserer Ziele erreicht. Also sie und ich, weil ich das halt auch schon lange sage, sie sind jetzt in der Nazi im Aufgebot, sie werden im Algarve Cup wie schon das letzte Mal mitmachen. Wahrscheinlich werden sie auch das Mal wieder zum Spiel kommen. Was müssen sie dort machen, dass sie die Nomi Megro und Rachel Rinast und vielleicht andere Maria Zernogorcevic auf Distanz halten können? Ja, ich muss einfach das Beste geben und einfach nicht zu viel denken und auch nicht zu viel Respekt haben zu den Alten. Und ich weiss, am Anfang ist es ein bisschen kompliziert, weil
Ja, also die Frauen, die jetzt in den Nazis spielen, die haben sie immer im Fernsehen also gesehen, wenn ich klein war. Und ja, jetzt bin ich halt auch dabei und muss einfach zeigen, was ich wirklich kann. Für IB ist eine schwierige Zeit. Ihre RS- und Mannschaftskollegen und auch Nazi-Kollegen Serena Friedli wird operiert. Das heisst, wahrscheinlich habt ihr diese Saison nicht mehr euren Stammgoalie im Rücken. Wie wichtig ist es, das dass ihr nach der Nazi-Pause euch darauf einstellt, dass das Team muss halt funktionieren und Tanja Chasseau die Chance geben, dass sie auch gut aussieht dabei? Ja, also ich habe volles Vertrauen in Tanja. Also, sie macht es auch immer mega gut im Training. Sie ist immer voll dabei. Es ist sehr, sehr schade für Serena, aber ich glaube, sie wird sehr, sehr schnell wieder dabei sein. Und ja, halt, es ist so, Fußball ist so, ab und zu verletzen sich einfach die einen und wir müssen trotzdem weiterspielen. Aber ja, also ich denke, es wird gut kommen. Gut, merci mal. Frau Cemaili, Sie sind jetzt die jüngste Person, die ich je interviewt habe, glaube ich. 15, ich verfolge sie schon länger. Sie sind Captain bei den Buben, bei der U15 in Basel. Das schafft nicht jedes Mädchen. Sie machen dort auch recht viel Goal. Sie sind in der Nazi immer ein Thema. Jetzt haben sie heute das Nazi-A-Debüt geführt. Wir haben gewusst, das kommt wahrscheinlich bald mal. Wie hat sich das angefühlt? Es war speziell am Anfang, weil ich noch nie mit diesem Team trainiert habe. Ich habe diese Woche zweimal mit ihnen trainiert und gut aufgenommen, habe mich gefreut und habe mein erstes Goal geschossen und bin zufrieden. Das ist ein eine Cinderella-Story, wie schnell das geht, zweimal trainiert. Wie ist der Thomas Moritz zu ihnen gekommen und hat gesagt, du übrigens, du musst im Fall gerade shooten? Also ist nicht der Herr Moritz direkt zu mir gekommen, zuerst ist der U15-Trainer zu mir gekommen, der Herr Morello, hat mir gesagt, ja Riola, du spielst das Wochenende noch nicht mit uns, weil wir halt noch keine Meisterschaft haben und die NLA brauchte ich. Und dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich gerne. Und habe mich gefreut, da hinzukommen. Ich habe vorhin auf Instagram geschrieben, das ist das erste von vielen Nazi-A-Goal gesehen. Sehen Sie das gleich? Ich hoffe es. Also ich hoffe es, es ist das erste von vielen gewesen. Das Spiel heute war wahrscheinlich wegweisend dafür, dass Sie von den Buben weg müssen und wahrscheinlich bei den Damen jetzt Vollzeit werden müssen shooten. Nehme ich jetzt mal an. Freut Sie sich darauf oder hätten Sie lieber noch mal eine Saison Vollzeit mit den Buben gespielt? Also ich freue mich sehr, dass ich jetzt auch ein Spiel durfte machen, aber ich mache meine U15-Saison ganz normal fertig und ab und zu komme ich auch durch helfen, wenn es geht. Und so, dass ich mich immer mehr ins Team integriere. Aber die U15-Saison mache ich sicher mit meinem Team fertig. Heute haben Sie Achter gespielt. Haben Sie gut ausgesehen dabei gegen IB, wo ein starkes Team im Mittelfeld ist. Haben Sie sich keine Blödsinn erlaubt? Welche Position würden Sie doch am liebsten spielen in diesem Team? Also für mich ist die Lieblingsposition Achter und ich habe es auch gerade das erste Mal spielen und ich bin zufrieden. Ja, danke vielmals. Es war ein erfolgreicher erster Match für Sie und ich glaube, Sie werden noch etwas bei mir vor der Kamera stehen, oder? Merci. Dankeschön vielmals. Frau Wunderlin, 2-1 aus Basel. In einer normalen Saison immer ärgerlich, in dieser Saison doppelt ärgerlich, wenn man mit Basel ja um den 5. Platz, vielleicht auch ein bisschen den 4. spielt. Aber wer so spät anfängt zu shooten richtig, der darf sich nicht darüber ärgern, oder? Einverstanden. Erste Halbzeit waren wir sicher gar nicht präsent, sind sie klar auch besser gewesen. Zweite Halbzeit, wo wir angefangen haben, wirklich spielen, wo wir den Ball dann können laufen lassen, finde ich, es ein ausgleichendes Spiel, beziehungsweise fast, wenn man vom konstruktiven Fußball redet, finde ich, es klar auf unsere Seite noch gehalten. Aber es war Sport und zu wenig Qualität über 90 Minuten gewesen. Genau, die Spielauslösung von hinten raus hat heute nicht so geklappt. Und auch dann, wenn der zweite Ball, der erste Ball ist ja noch gegangen oft, aber der zweite Ball zum über die Mittellinie kommen, Der ist nicht da gewesen, erst viel zu spät. Wieso passiert so etwas, vor allem nachdem man in Luzern das Spielsystem so umgestellt hat, dass es plötzlich sehr, sehr gut funktioniert? Wir haben nichts speziell umgestellt. Klar haben wir unsere Ideen, je nach Gegner, wo dass wir sie allenfalls auch packen können. Die haben wir ganz klar auch heute gehabt. Das haben wir nicht können wunschgemäß umsetzen in der ersten Halbzeit. In der zweiten finde ich, sind wir über sehr weite Strecken sehr gut flach hinten rausgekommen. Bis über Mittellinien eigentlich. Und dann hat es auch vorne dran den gekapert. Jetzt wird das speziell für Sie
Sie werden bald auf ihre Stammtorhüterin müssen verzichten müssen. Raina, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass sie eine wichtige Stütze ist in diesem Team, eine Leaderin, aber mit so viel Erfahrung. Wie wird man dem können entgegenkommen? Tanja Chasson macht ihre Rolle sicher gut, aber gleich fehlt da jetzt eine imposante Figur im Hintergrund, oder? Es tut sicher weh, wenn man muss auf den Goalie mit dieser Qualität verzichten muss. Aber wenn das jemand abdecken kann, dann ist es IB, weil wenn sie im Nachwuchs Goalies hat, die Qualität auch haben, dann glaube ich, haben wir den Luxus im Moment. Wir werden Michelle Tschudin, die U19-nationale Goalie ist, nachziehen und sicher die nächsten zwei Wochen müssen anschauen, wie wir das weiterfahren mit Tanja Chasson und Michelle Tschudin. Für sie ist es ja auch ganz speziell. Sie haben jetzt nicht etwa zwei Wochen Nazi-Pause, sondern sie gehen jetzt einfach arbeiten, um mit den Nazi. Sie haben jetzt schon zweimal können, dass man, also schon einmal das können machen in Spanien, jetzt das zweite Mal. Wie ist die Doppelverteilung? Wie geht es der Marisa Wunderlin persönlich mit dieser Belastung? Also am wichtigsten wäre für Marisa Wunderlin, dass ihre Stimme bis am Montag ein bisschen besser ist und dass sie noch ein bisschen schlafen kann, weil ich jetzt ein wenig lang nicht zu weg war. Die Doppelrolle gefällt mir grundsätzlich sehr, sehr gut, weil ich kann auf der einen Seite in eine andere Rolle schlüpfen wie am anderen Ort. Das ist dementsprechend ist es auch eine andere Verteilung vom Energiehaushalt. Man gibt beiden Orten alles, aber die Verantwortlichkeit ist halt gleich eine andere, ob man Chef oder Assistenztrainerin ist. Und ich freue mich sehr auf die nächsten 10 Tage auch wieder. Aber ich weiß auch schon jetzt, dass ich mich sehr, sehr freue wieder auf den Spiel gegen Servette, wo wir nachher haben mit IBE und natürlich den Cup-Halbfinale. Merci vielmals und ruhen Sie sich aus. Ich halte Sie nicht länger auf. Danke vielmals. Herr Moritz, die wichtigen 3 Punkte in diesem Duell gegen IB. Man muss sagen, Ihr Team hat das gut abgespult, gegen Schloss ein bisschen mehr Mühe gehabt. Aber IB ist in der ersten Halbzeit zu fast nichts gekommen. Wie haben Sie das bewerkstelligt? Ja, also Sie haben es wirklich sehr gut gemacht. Sie haben es gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Es ist wirklich uns... Wir haben das zu Herzen genommen, wir sind nicht so gut gestartet in die Rückrunde und da haben wir jetzt einfach müssen die 3 Punkte holen und wir haben uns viel vorgenommen und sie haben es sehr gut umgesetzt. Vor allem die erste Hälfte hat mir sehr gut gefallen. Sie sagen jetzt, der Rückrundenstart hat mich überrascht, weil als ich Tschüss gesagt habe beim letzten Match, den ich da gesehen habe, habe ich noch nicht gewusst, wenn Basel so weiterzieht, dann werden sie noch ernsthaft Kandidaten für vielleicht noch einen 3. Platz. Und dann ist es ein bisschen harzig losgegangen. Aber was ist es denn gescheitert? Ich meine, gegen Lugano, am höheren Pressing von Lugano, wo ihnen sehr viel Schmerz bereitet hat. Und gegen GC vielleicht an diesen 2 frühen Goals, oder? Ja, leider kann man es nicht immer so gut beeinflussen. Es ist, wir haben natürlich auch mehr erwartet. Das ist, darum ist die Enttäuschung auch gross gewesen bei den Spielerinnen. Wir haben nach wie vor immer sehr gut gearbeitet. Das merkt man auch. Und halt, leider sind fehlen halt zwischendurch auch das Resultat. Und wir haben es jetzt einfach heute haben wir es wirklich können umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Und wir haben vor allem die erste Halbzeit ist wirklich ein ganz tolles Spiel gewesen. Ich nehme auch für die Zuschauer. Ja, ist nicht interessant gewesen. Jetzt haben wir doch 2-3 Sachen, die wir ansprechen, Personalien, die Freude machen. Sie haben die Führerin mit der Torschützenliste unter ihren Spielerinnen, Tiara Hurni, Tiara Buser, die unter ihnen einfach einen Riesensprung vorgemacht hat und jetzt wirklich auch zu all diesen Goals kommt und noch viel mehr Goalchance hat. Wie ist das passiert? Ja, wie ist das passiert? Es freut mich natürlich für Tiara, dass sie so einschlägt. Sie ist natürlich, schafft auch sehr gut. Ist eine tolle Spielerin. Ich habe sie sehr gerne in der Mannschaft. Ist eine Kämpferin und das kommt uns zu gut im Team. Das macht sie sehr gut. Ja. Ich sage immer wieder gerne, Tiara ist wie ein junger Thierry Henry. Sieht man so ein bisschen ihre Bewegungsart, wie sie geht und wie sie halt nicht nur Goal schießt, sondern auch Goal zum Schießen gibt. Also das ist recht gut. Die andere Personalie, die ich heute habe, ein Interview, ich warte schon lange auf die, das war Triola Cemaili. Ein Wunderwerk oder so eine Spielerin mit 15, die bei den Buben U15 auf dem FC Basel, der ja nicht von schlechten Eltern ist, Captain ist. Ich habe noch gedacht, wann kommt sie zu ihnen und bei ihnen zweimal trainiert und schon gespielt. Wie ist das passiert?
Ja, das ist nicht ein Kind, wir das besprechen. Und ich meine, das ist Riola hat es sehr gut gemacht. Er hat sich auch sehr schnell eingelebt. Und es ist natürlich toll, wie heute hat sie eine tolle Part auch gegen Führen, auch defensiv. Es ist schön und toll, ihr zuzuschauen, wie sie Fußball spielt. Ich bin froh, dass sie natürlich heute hat mitmachen konnte. Aber sie ist nach wie vor ist sie bei den Jungs und das ist auch gut so. Ich wollte gerade sagen, ich meine, ihr Team ist ja jetzt nicht gerade schlecht bestückt im Mittelfeld. Vielleicht hat heute die ein oder andere einfach gefällt, aber so eine Box-zu-Box-Spielerin, die kommt mit 15 Jahren ihr erstes Nationalliga-Anspiel, macht da auch gerade noch ein Goal, schießt. Ich habe sie darauf angesprochen, es ist das erste von vielen und sie, ja, sie hofft es. Aber so eine Spielerin darf man nicht verheizen, oder die kann man nicht von Anfang an in die Hülle, in die Löhengrube rühren, obwohl eigentlich bei IB das Mittelfeld sehr, sehr anspruchsvoll. Ja, also mit ihnen so junge Spielerinnen, die man nicht verheizt, das wird immer wieder angeschaut, auch mit, also unter den Trainer, unter der Führung wird angeschaut, wie sieht es aus, wie sind sie. Es gibt ja auch Belastungssteuerung, also das ist sehr gut, ist sie beim FC Basel aufgehoben, also wir werden sie sicher nicht verheizen. Jetzt ist Ihre Abteil in der Tabelle der spannendste. Und Platz um 4, 5, 6, dort geht es immer drunter und drüber. Ich meine, das 5-2 gegen GC, das hat nie jemand geglaubt, dass das passieren würde. Aber dann wieder so ein Match, wo ihr extrem gut spielt und dann wieder der Gegner. Warum ist dort die Tabellenhälfte so umkämpft und warum haben die den Anschluss gegen Ufer irgendwie nicht geschafft? Ja, das kann ich nicht genau sagen. Wir sind einfach noch zu wenig beständig, das kann ich sagen. Und das ist sicher auch, da müssen wir daran arbeiten, dass wir hier noch besser werden, dass wir hier eine gewisse Beständigkeit reinbekommen. Sicher ist auch gewisse Verletzungspech, die wir einfach haben, aber es haben andere Mannschaften wahrscheinlich auch. Wir schauen auf uns und wir schauen, dass wir wirklich können, tagtäglich besser werden und wirklich gut arbeiten können. Das ist eigentlich unser Credo. Und dann die richtig grossen Ambitionen kommen die nächste Saison im Jahr, oder? Ja. ich bin jetzt im Jetzt. Mir nächstes Spiel ist für mich wichtig. Und ja, das werden wir dann sehen. Aber Merci vielmals.